Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Farm Manager 2018. Wir haben ja wieder Frühling und ja, ich würde jetzt ganz gerne dann auch mal bald loslegen mit dem Anbau von Obstbäumen, ne? Ich weiß gerade gar nicht, haben wir das nötige Material schon? Also den nötigen Maschinen? Anzeigen. Warum kann ich nichts gegen die Pilze tun? Ah ja. Pilze auswählen. Gegen Pilze. Kaufen wir gerade mal. Einmal anliefern bitte. Und da hinten kommt der Lieferant. Sehr schön. Und nicht der Lieferant. Ist aber angeliefert worden. Okay. Tiere sind krank. Tierarzt rufen natürlich. So. Was können wir verkaufen? Das müssen wir jetzt natürlich auch mal gucken. Kürbis. Preis ist gerade im Keller. Der hält sich aber noch eine Weile. Erdbeeren. Oh, die müssen jetzt bald weg. Die verkaufen wir mal. Butter. Hält sich noch eine Weile. Schafswolle. Hält sich auch noch, den können wir verkaufen. Ziegenkäse können wir auch verkaufen. Hühnerei. Die halten auch nicht mehr ganz lange. Kuhmilch. Putenfleisch. Ja, können wir auch verkaufen. Hammelfleisch. Ist gerade im Keller, aber hält sich auch nicht mehr lange. Verkaufen wir deswegen. Hühnerfleisch, ja. Kaninchenfleisch auch gerade im Keller. Ja, wir haben aber trotzdem einiges verkaufen können. Das war ja schon mal nicht so schlecht. Hier ist nichts angepflanzt, ne? Düngen müssen wir. Mist mit Maschinen. Arbeiten. Das müssen wir noch pflügen, ne? Dann macht ihr das mal. Und, wir gucken mal, wie wir das hier auf die Reihe kriegen. Ich muss auch noch gucken, wie ich das mit der mit dem Obst mache, ne? Das wollte ich ja auch noch gemacht haben. Bodenqualität ist gut. Habe ich das schon gedüngt? Ich habe schon gedüngt, oder? Dann können wir eigentlich ansäen. Wäre vielleicht der bessere Weg. So, dann säen wir hier mal. Geht im Moment gar nicht. Ach so, weil der noch nicht geparkt hat. Okay. Jetzt aber Aussaat. Dann machen wir hier wieder Buchweizen. Hier können wir wieder Lupinen. Und hier einfach Roggen. Kaufen wir. Dann machen wir hier nochmal Weizen. So, jetzt sollten wir den hier aber auch schon mal ansehen können. Buchweizen, genau. Mit Maschinen automatisch vervollständigen, arbeiten. Der pflügt, das ist gut. Der kann dann nachher auch noch grubbern.
Das braucht noch ein bisschen. Oh, Feuchtigkeit geht noch. 6, da kann man. Ich wollte doch keine verkaufen, ich hole Nuss. Oder verkaufen wir die doch? Eher verarbeiten wir sie zu Schnitzeln, ne? Aber die Frage ist gerade, wie kriege ich das hin, dass er dann nur die eine holt? Nicht, wer weiß, wie viele andere noch. So, den können wir hier. Ach, der ist noch dran. So, einmal grubbern. Den Schlepper müssen wir auch bald mal reparieren. Das können wir jetzt eigentlich schon wieder verkaufen. Ich warte noch, bis der hier fertig ist. Dass wir den schon mal hier drehen lassen können. Dann kann der das nämlich. So, einmal Lupinen bitte. So, verkaufen, genau. Kürbis ist immer noch nicht besser geworden. Erdbeeren auch nicht wirklich, aber die müssen wir verkaufen. So, alles in Butter mit der Butter, das sieht schon besser aus. Schafwolle, ja, steigt auch wieder. Ziegenkäse. Oh, das ist gut. Steigt auch, sehr gut. Der ist auch okay. Hühnereier. Machen eh nicht viel aus. Gut. Der ist dran, der ist auch dran. Ja, jetzt wird wieder kräftig eingesät. Dass wir die Sachen dann noch rechtzeitig ernten können. Aber, was machen eigentlich unsere Gewächshäuser? Ach, der ist geerntet. Okay, können wir umgraben. Konstanze und die Clara dürfen das mal machen. Den Torben brauche ich hier. Säen, auswählen, Roggen hatten wir hier. So, der kann noch düngen. Mit Mist. Läuft. Läuft, läuft. 5 von 6 Kühe. Wie viel? Der hat Schafe geholt, oder? Kann ich leider nicht anklicken. Schade. Ich dachte, das ginge vielleicht. Aber leider nein. Oh, hier können wir ernten. Perfekt. Bist du schon fertig mit Düngen? Nee, er ist noch nicht fertig. Okay. Achso, er holt gerade erst. Überleg grad. Dann lasse ich ihn hier mal ernten. Den blauen. Ja, hallo. Blöck, blöck. Schlepper stört die nicht wirklich. Ganz und gar nicht. Feld. Wie sähe ich denn eigentlich? Wie mache ich denn eigentlich
Obstplantagen auf dem Feld kann ich ja nicht ansehen, ne? Paprika. Nee. Tiere sind krank. Oh. Ich wollte eigentlich Anzeigen geklickt haben, aber Tierarzt rufen. Du kannst hier mal weiter säen. Arbeiten. So. Wie mache ich ein Feld für... Habe ich hier Hilfe? Oh, wir können noch was ernten. Wen denn? Da. Wen haben wir denn? Clara und Konstanze. So, er darf hier die Ballen machen. Und anschließend können wir dann das Feld noch einsäen. Und das hier natürlich auch noch. Wie sieht's mit Wasser aus? Gut, 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 gut. Gut ist gut. Gut ist sogar sehr gut. Ja, da kriegen wir nochmal ordentlich Heu, das ist auch gut. Das können wir dann auch schön verkaufen. Oder zumindest einen Teil davon können wir verkaufen. So, dann haben wir hier noch zum Anpflanzen. So, bitte einmal einsammeln. Und hier können wir auch nochmal einsäen. Ich sollte noch auswählen, was. Nehmen wir da nochmal Roggen. Raps hatten wir auch noch nicht, ne? Hafer. Machen wir mal Hafer. Ist ja auch kein Fehler. Na, wann wird er geliefert? Jetzt, okay. Hafersamen, sehr gut. Passt. Wie weit seid ihr hier? Ihr seid noch dran. Da haben wir kein Lagerhaus in der Nähe. Das ist ein bisschen ungeschickt. Die laufen dann nämlich so weit. Was haben wir denn hier? Gurken. Oh. Gurken ist gut. Und da ist der Bienenmensch. Ja, wobei, sie haben es bald geerntet. Da sieht man's. So, hier können wir dann noch auch nochmal einsäen, aber dann reparieren wir erstmal den Schlepper. Machen das mit dem Blauen. Müssen wir da irgendwas reparieren? Nein. Pflanzmaschine. Ah. Die sollten wir vielleicht mal benutzen. Machen wir mal. Aussaat. Machen wir mal Gurken. Pflanzen wir mal Gurken.
zwei Felder schon. Wie weit seid ihr hier? Fertig, okay. Dann mach bitte einer das hier. Und einer das hier. So. Ja, wollte ich Gurken, genau. Mit Maschinen. Das geht mit der Sämaschine. Okay. Da haben wir Hafer. Ja, da haben wir das Gras. Ich dachte, das ginge auch mit der Setzmaschine vielleicht, aber na gut. Spiel sagt Sämaschine. Glauben wir dem Spiel mal. Und ich könnte mal gucken, was ich hier verkaufen kann, ne? Heu haben wir einiges. Preis ist gerade im Keller. Verkaufen trotzdem mal ein Teil. Kürbis hält noch. Tomate, oh, die müssen bald weg. Gurken, die müssen noch nicht weg. Schafwolle, ach so, 2027, aber die ist preislich gar nicht so verkehrt. Der auch. Butter behalten wir mal. Der sieht preislich auch gut aus. Der nicht. Der ist okay. Der nicht. Die sind preislich gut. Nicht so, aber der muss halt bald weg. 13.05. So. Erdbeeren haben wir nochmal dazu gekriegt. Geht wieder runter. Die müssen noch nicht. Deswegen behalten wir sie auch noch. Oh. Hier kann auch geerntet werden. Konstanze bitte. Der ist noch dran am Säen. Okay. Feuchtigkeit passt noch alles. Ja, jetzt bin ich nur mal... Muss ich nachher mal gucken, wie wir das machen mit dem, Obst. Das würde ich nämlich gerne setzen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Hier haben wir jetzt erstmal Gurken gesät. Ist der noch dran? Und wir können erstmal den Schlepper reparieren. Der ist nämlich dringend nötig. Wartung. So, hast du auch Wartung? Nein. Du hast noch keine. Wie sieht das mit der Sämaschine aus? Die können wir auch warten, okay. Punktsämaschine. Kleinen Trecker. Ballenpresse muss die auch. Ja, können wir auch warten. Feldspritze können wir auch Wartung machen. Hat es auch nötig. So. Damit hätten wir das mal alles erledigt. Haben wir noch irgendwas zum Ernten? Nein. Wird gerade alles geerntet. Wir können eventuell nochmal wieder was verkaufen. Kürbis, ne? Paprika. Gurke. Also preislich könnte das alles besser sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da ist auch okay.
Hühnereier bringen ja nun nicht wirklich viel. So, Kühe bin ich am Überlegen, die verkaufe ich vielleicht doch besser tatsächlich. Und lass sie halt sich züchten, so. Oder sich so vermehren, ne? Da ist nicht viel zu sehen. Ach doch, da. Okay. Haben wir ein großes Gurkenfeld. Da könnten wir auch noch gerade mal Vogelscheuchen aufstellen. Bevor da die Vögel auf dumme Ideen kommen. So. Und dann noch eine. So. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Ja, und damit sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.